Das war doch nicht GG, das ist... Digga. Fuck it. Shut up, John. So, meine Kartoffelfreunde. Willkommen zu einer neuen Folge von Beat the Streak. Und wir fangen gleich an auf meiner Lieblingsmap. Und zwar Floating Island. Rip. Rip. Wir spielen gegen Pete, den guten alten Pete. Den guten Freund Pete, 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 Pete. Yo, 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 yo. Heute ist zur Abwechslung mal nicht meine Lampe an, sondern die Sonne scheint durch mein Fenster. Sieht vielleicht mal ein bisschen besser aus als sonst. Hoffe ich zumindest. So. Okay, eins, zwei, sag du kommst dahin und wir können die mit, naja, nicht mit, aber Hauptgebäude würde ich das mal nennen, weil ich treffe hier eigentlich immer auf die ersten Gegner. Jetzt sind wir schon Level 5, ich glaube es nicht. Okay, gut, ich weiß nicht, wo mein Gegner ist, was er treibt. Eins, zwei, drei, du kommst ans Ende, du kommst dahin und du wirst mit dem ausgetauscht. Oh, ich habe Schuhe. So. Ja, ich brauche in meinem Inventar immer eine gewisse Ordnung. Ich nehme einfach mal alle Schwerter mit, damit unser Kollege Helm hier keine Schwerter kriegt. Der kriegt nämlich jetzt nur noch den Shit ab. Und aufs Bötchen, meine lieben Freundchen. Ja, ich bin gerade von der Schule nach Hause gekommen und habe nichts Besseres zu tun, als erstmal eine Runde aufzunehmen. Weil ich gestern ja nicht dazu gekommen bin, muss ich jetzt aufnehmen. Weil sonst heute keine Folge rauskommen würde. Und das wollt ihr nicht, das will ich nicht. Und deswegen nehme ich jetzt auf. So. Jetzt klettern wir noch nach oben. Zack. Die Enderperlen, die haben wir auch. Jetzt gehen wir auf die Insel. Gucken, was hier so drin ist. Noch mehr Weizen. Und gucken mal, wo unser Kollege steckt. Hallo? Also unsere Streak ist jetzt bei 1, weil wir bei der letzten Aufnahme halt nur 1 verloren, 1 gewonnen haben. Aber immerhin 1. Und 1 ist ja immerhin besser als gar nichts. Und wenn das besser als... Oh, er weiß, wo Enderperlen sind. Das ist schon mal gut. Und dann war bestimmt auch oben. Da ist er. Wir haben ihn gefunden. Gleich mal hinterher. Ja, genau. Oh yeah, bitches. Oh mein Gott. Ich dachte, der fickt mich jetzt auf einmal. Dreht er mich um und haut mich mit seinem verzauberten Schwert. Aber das ist zum Glück nicht der Fall. So, und weiter geht die Fahrt mit der Runde 2 auf der gleichen Map, weil ich hier einfach die höchste Winrate habe. Und wir spielen gegen den guten Seanoil. Was auch immer der Name ausdrücken soll, ich habe noch nie Seanoil. Naja. Seanoil. Das ist bestimmt ein Franzose. Ich bin mir nicht sicher, aber das hört sich irgendwie französisch an. Gucken wir mal. Ah? Ich hasse es, hier runter zu kommen. Ich finde den anderen Spawn, um echt zu sein, angenehmer. Da kommt man noch schneller an die guten Enderpearls. Und wieder hoch, und wieder hoch, und wieder hoch. Endlich lebe ich mal wieder mit Licht auf, ne? Ja, das ist schön, das ist schön. Huch. Und rüber. Oh, er war schon hier. Ich hoffe nicht, dass er... Ich hoffe, dass er noch nicht oben war. Die Kiste ist bestimmt auch leer. Ist er direkt... Ah, da ist er, da ist er, da ist er. Ich weiß nicht, was er von uns will, aber... Seine Taktik, er ist runtergesprungen, hat uns einmal geschlagen, ist nicht aufgegangen. Beziehungsweise er springt runter, tötet uns. Aber ich habe das Gefühl, wenn wir jetzt hier reingehen... Dann versucht er uns gleich ultra zu ficken.
Also ich habe jetzt Schuhe noch, 2 Erfahrungsfläschchen. Und so, ich hab ihn eben hier oben gehört. Da oben ist er schon. Komm her. Ja, den kriegen wir. Ja! Ein Herz. Bam! Und the streak ist jetzt auf 3. Yeah. Gut. Und auf zur nächsten Runde. Für alle, die es nicht wissen, ich spiele auf multicube.net und der Spielmodus nennt sich Syndicate Games. Für alle Infos, die ihr eigentlich braucht, könnt ihr auch einfach mein erstes Beat the Streak gucken. Dann wisst ihr eigentlich, worum es hier geht, was wir hier machen und was mein Ziel ist. Was ich noch gar nicht rausgefunden habe, ist, ob es einen. Ja, ein Best-of, so eine. Dingens, wie heißt das hier? Tafel mit den besten Spielern ist, mit den besten Winstreaks, ob es das gibt. Weil wenn es das geben würde, wäre richtig cool. Dann könnte man hier richtig so einen Wettbewerb draus machen. Yo, 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 verpiss dich. Nein, wir verlieren. Nein, 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 nein. Oh Gott, ich war gerade mal konzentriert. Was war das denn bitte schön für eine Scheiße? Fuck it. Kacke, das ärgert mich jetzt. Das müssen wir nochmal von vorne anfangen. Ja, Best Streak ist 3. Oh, Kacke. Das war ja voll unglücklich. Einfach mal, keiner von uns hatte eine Waffe, einfach nur draufkloppen. Ich hätte einfach wegrennen sollen und erstmal weiterfarmen sollen. Wenn wir nicht erstmal Equipment habt, dann verkacke ich auch nicht so schnell. Dann habe ich aus Versehen die Enderperle ausgewählt und dann bin ich aus Versehen in Enemy. Oh Gott, Mann. Voll unglücklich eben. Richtig, richtig unglücklich. Total uncool. Ich hasse diesen Bug, wenn man Doppel-W drückt und dann macht das immer so wupp, 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 wupp. Also so. Ihr wisst, was ich meine, dieses Komische. Und das, ich habe halt nur die falschen Sachen ausgewählt, weil ich noch kein Inventar sortiert hatte. Oh Mann. Richtig ärgerlich. Hätte gar nicht sein müssen, dass wir verlieren. Oh, ficken. Das ist richtig doof. Das regt mich. Das ist scheiße. Mann, jetzt müssen wir nochmal 3 Spiele von vorn gewinnen, ey. Oh, das ist scheiße. Das regt mich voll auf, Mann. Ich glaube, meine beste Streak war irgendwie 5 oder 6 Mal. Also ich bin mir gerade gar nicht mehr so sicher. So, jetzt haben wir das Boot, das kommt dahin. Na, du kommst dahin. Jetzt haben wir alles wieder sortiert und jetzt können wir auch weitermachen. Okay, er ist nicht hier oben. Wir machen uns noch ein Brot. Das kann weg. Und da oben wollen wir hin. Die Enderperlen wollen wir haben. Yay. Jungs, kann ich das hier? Oh, cool. Hier sind gute Sachen dran gewesen. Das hat unser Kollege Helm. Ist, wenn ich richtig geguckt habe, eben, glaube ich, runtergefallen. Oder runtergesprungen. Ich weiß es nicht. Gucken wir mal. Wir sind ja eh Level 4 und können wir unser Schwert ja auch gleich verzaubern. Zack, zack. Was haben wir denn hier? Einmal Schärfe 1. Gut. 2,25, 5,25 Schaden. 1,25 mehr als dahin. Oder als ohne Verzauberung. Und Kollege ist down. Zack, damit hat er nicht gerechnet.
Easy peasy, meine Damen und Herren. Und wir spielen die fünfte Runde jetzt. Ich weiß es nicht. Ich bin ein Zauberer. Oh mein Gott, der ist ein Zauberer. Also entweder hackt er oder er labert eigentlich nur Scheiße. So, das war jetzt unser erster Win wieder nach dem einen Lose. Lose. Und ich würde mal sagen, jetzt kommt noch ein Win und noch ein Win und noch ein Win. Aber ich glaube, ich schaffe nur noch das und noch ein anderes. Ja, zwei schaffen wir noch mindestens. Und wenn, dann wird die Folge halt ein bisschen länger. Ist ja auch nicht schlimm, ne? So, nee, da wollten wir nicht hin. Wir gehen in die andere Richtung. Zack. Und hier sind auch gute Sachen drin. Die Schlüssel brauche ich nicht. Und den Helmchen. Ich verstehe mal nicht, warum die in die andere Richtung gehen. Da sind viel weniger Kisten als hier. Wahrscheinlich sehen die einen, dass die im anderen Mitspieler meistens hier hingehen und dann haben die keinen Bock zu sterben, weil sie schlecht im PvP sind oder so. Keine Ahnung. Ich habe mir auch abgewöhnt, Survival Games zu spielen, weil mich dieses Spielmodus eigentlich nur noch auf den Sack geht. Einfach immer irgendwelche Teams und die ficken dich dann zu dritt oder so. Und auch auf Gombe, wenn das getrennt ist, ich meine, dann laufen die auch. Ach, keine Ahnung. Aber für Survival Games können immer mehrere rumlaufen und das ist einfach zu gut für mich. Ich kann mich immer nur auf einen konzentrieren und deswegen ist dieser Spielmodus hier für mich ideal. 3, 4, nee, 4, 5. Du kommst dahin. Dich essen wir kurz. So, dann. Die können ja alle weg. Noch ein Diamant wäre cool. Dann könnten wir ein Diamantschwert machen. Ach nee, ich habe gar keinen Stick. Gut, hat sich erledigt mit dem Diamantschwert. Aber Brot ist immer gut und da oben wollen wir hin. Gut, Marcel. Richtig gut, richtig gut. Naja, 3 plus gemacht. Und jetzt gehen wir wieder unseren Standardweg da runter. Da ist er! Der hat seine komplette Rüstung schon ver... zaubert. Wieso rennt er weg? Ah, er ist ein Zauberer, deswegen verzaubert. Aber irgendwie hat ihm das nichts gebracht. Ah, your new kill streak is 2. Gut. Dann haben wir jetzt die zweite Runde hintereinander gewonnen. Und lass uns in die dritte Runde gehen. Und weiter geht's mit dem dritten Spiel. Mal gucken, ob wir unsere alte Gewinn... Winstreak... unsere alte Winstreak wieder reinholen können, weil dann können wir in der nächsten Folge 4, 5 und 6 schaffen. Und 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 100. Zack, zack. Und noch eine Schneebälle. Die Schneebälle sind eigentlich nur, um irgendeinen wegzunocken oder irgendwo runterzuhauen. Ich sehe da sonst keinen Sinn drin. Ich glaube nicht, dass die Schaden machen. Ich glaube, das ist das gleiche wie bei der Angel, oder? Könnt ihr mir mal in die Kommentare schreiben, ob das so der Fall ist? Weil ich habe keine Ahnung von dem ganzen Minecraft-Kack. Wenn das so steht, weiß ich's ja, aber sonst nicht. Und bei den Fallen steht ja schließlich auch nicht, dass die Schaden machen. Und stirb. Was? Das war doch nicht GG, das ist... Digga. Fuck. Oh Mann, wir wären schon wieder bei 3 gewesen fast. Warum hat er mich denn so weggefickt, Mann? Nee, scheiße. Ja gut, dann ist die Folge hier vorerst beendet. Ja Leute, wenn euch das Format gefällt, lasst mir doch ein Däumchen nach oben da und kommentiert, wenn ihr Kritik habt. Aber auch sinnvolle Kritik bitte und nicht nur so eine Kacke. Sonst wünsche ich euch noch alles Gute. Vergesst nicht, den Sub-Button zu drücken. Und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt: Schlechte Unterhaltung und Kartoffeln. Tschüss.